Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, denn auch um die soll es heute wieder mal nicht gehen. Ich hatte ja in meinem letzten Video, wo ich ein Amazon-Telefon gegen ein China-Import-Telefon habe antreten lassen, angekündigt, dass ich mal wieder ein X-Goodie testen möchte. Warum? Weil ich nämlich glaubte, dass die Marke tot ist. Denn ich hatte ganz am Anfang, als mein Kanal noch jung war, so jung wie die drei kleinen Katzen hier, da hatte ich schon mal ein paar X-Goodie-Geräte vorgestellt und die waren seinerzeit soweit eigentlich auch ganz okay gewesen. Aber ich habe das Ganze noch ein bisschen weiterverfolgt, war ja eh eigenartigerweise eine Marke, die es irgendwie nur bei eBay oder vielleicht noch bei Amazon gab, aber nicht bei den einschlägigen China-Shops wie Gearbest, Banco, Trading, Shenzhen und wie sie die alle heißen. Und plötzlich, was entdecke ich? Ein X-Goodie Y26 mit der aktuellen, aktuell nicht, aber mit zumindest der Android-Version 8.1. Irgendwie hatten mich die technischen Daten aber schon eins zu eins an die erinnert, die ja auch früher die Geräte immer so aufwiesen, denn in der Regel änderte sich bei X-Goodie lediglich das Gehäuse, nicht aber die Technik. Und das hat mich neugierig gemacht und deshalb habe ich das Y26 auch bestellt, kam einen Tag später bei mir an, weil es eben kein Import ist, sondern bereits vermutlich in Deutschland lagert und dann eben von eBay Deutschland von entsprechenden Verkäufern vertrieben wird. Also hier wirklich sehr, sehr schnell. Und ich habe es ja nun bereits als China-Schrott betitelt im Titel. Und warum? Und auch warum das heute so stressig war, irgendwie das Teil mal vernünftig testen zu können, damit ich es euch vorstellen kann, das erkläre ich euch nach dem Intro. Viel Spaß. Schön, am besten ich zeige euch das Gerät erstmal, damit ihr wisst, worum es geht. Der Karton selber gibt nicht viel her, es steht nur X-Goodie drauf, make everything valuable. Auch keine technischen Daten und überhaupt nichts. Man kann aber anrufen. Plus 86, was ist das für eine Vorwahl? Sogar eine Website gibt's. Ich dachte mal, der ganze Laden wäre nur erfunden. Und natürlich eine Adresse in China. Hat sogar alle möglichen Siegel. Aber würde mich echt nicht wundern, wenn die alle einfach nur aufgedruckt wurden, aber naja, halt gefaked. Okay, erstmal ist hier das Telefon schon in so Luftpolsterfolie, wo ich mir frage, warum. Ich meine, wir haben erst eine Luftpolsterfolie. Dann haben wir jetzt hier noch ganz normale Plastikhülle. Dann haben wir jetzt hier noch eine Displayschutzfolie. Unter der Displayschutzfolie ist noch eine Displayschutzfolie. Und auf der Rückseite findet sich noch ein Hinweiszettel. Das schauen wir uns gleich an. Wir wollen auch sehen, was hier alles mit... So, und das... Da hat sich doch gerade mein Virenscan angemeldet, den ich habe noch durchlaufen lassen. Das werden wir dann gleich auswerten, gemeinsam. Aber erstmal schauen wir, was hier noch mitgeliefert wird. Wir hatten ja bei den Amazon-Telefonen vermutlich einen englischen Ladeadapter. Hier, aber ganz normal für EU-Steckdosen. Das ist also soweit ganz in Ordnung. Ist auch ganz schön klein. Trotzdem 1 Ampere und natürlich 5 Volt. So was wie Fast Charge gibt es den Preisbereich nicht. Ich habe gar keinen Preis genannt, 63 Euro habe ich bezahlt. Also hier definitiv Low-Budget-Bereich. Und was wir dafür so an Technik bekommen? Dazu kommen wir noch. Hier noch ein Micro-USB-Kabel. Schauen, was sich hier noch drunter befindet. Wahrscheinlich noch übermäßig viel Zubehör, was wir im Low-Budget-Bereich häufig haben. Tatsache, auch hier wieder Tempered Glass Display-Schutz gleich mit an Bord. Und dabei ist schon eine Display-Schutzfolie auf dem Gerät vorinstalliert. Kann man also hier noch ersetzen oder gar ergänzen. Ich habe das Gefühl, dass das mitgelieferte Zubehör mehr wert ist als das Telefon. Dann hier noch ein Backcase, ja, angepasst an das Telefon, transparent, Silikon, Standard, aber nice to have. Also hier viel für den Schutz getan und ein Handbuch. X-Goodie. Natürlich schön markengeschützt, ja, damit keiner auf die Idee kommt, so eine Edel-Premium-Marke hier für eigene Zwecke zu missbrauchen. Auch sogar mehrsprachig. Spanisch haben wir hier. Meine Güte, die Gebrauchsanweisung ist sogar auf Deutsch. Sie können in das App-Menü durch das Klicken der Start-Bildschirm-Taste, nachdem Sie bla 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 interessiert keinen. Wir wissen, wie man Android bedient. Also, bemühen wir uns hier mal um das X-Goodie Y26. Eins muss ich dem Gerät lassen, es sieht optisch wirklich geil aus. Also unabhängig von dem, was ich jetzt noch über das Gerät erzählen werde, mir gefällt's. In dem Preisbereich 63 Euro. Ja, es ist jetzt nicht allzu dick, es ist nicht allzu schwer, man muss es sagen, es ist ein sehr großes Display. Und vor allem, im Gegensatz zu den X-Bow, ist das Display-Buddy-Verhältnis hier echt gut. Ich meine, schaut euch mal an, hier oben, ja, das war mein Pin, danke. Das geht immer noch. Herrgott, wie lange will denn der noch scannen? Ich dachte, bis zum Anfang des Videos ist der endlich mal fertig. Aber ist immerhin schon bei 2 Bedrohungen, ja 67%. Da ist also noch Potenzial, was das angeht. Wir können ja trotzdem erstmal das Gerät weiter in der Optik bewerten. Also hier oben nicht viel Displayrahmen, hier unten genau das gleiche. Also nicht nur das, schaut euch das mal an. Kann schon was. Links und rechts auch.
Ich habe es dann hier in blau, hier die Displayschutzfolie, wie erwähnt. Wir haben einen Front-LED-Flash, guten Tag, für 63 Euro. Ob der funktioniert, ist natürlich noch eine andere Frage. Schön breite Hörmuschel, Frontkamera. Ja, dann hier auf der Seite Power-On-Taster, Lautstärke-Wippe. Soweit, ganz gut gemacht. Ein bisschen sehr flach, die Tasten, aber das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Und da haben wir die dritte Bedrohung. Whee! Es geht nach vorne. Ihr könnt jetzt mal gerne zu dem Zeitpunkt Wetten abschließen. Unten in den Kommentaren, auf wie viele Bedrohungen wir es bis zum Ende des Tages beziehungsweise Ende des Scans. Vermutlich werden die beiden Zeitpunkte konkurrent aufeinandertreffen. Wie viel wir halt noch hinkriegen. Ja, drei haben wir jetzt schon. Drei Bedrohungen. Eine davon ist bestimmt der Russe. Und dann die Rückseite, das X-Goodie hier, das wurde nicht grob reingemeißelt. Das ist hier irgendwie aufgebrannt, reingepresst, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus und ist nicht abwaschbar. Hier oben LED-Flash, eine Dualkamera und drunter ein Fingerabdruckscanner. Wie gesagt, Preisbereich 63 Euro, 65 würde ich schon sagen, aber der ich mich hier ganz grob verschätzt. Die obere Seite Micro-USB und Klinkenanschluss. Die untere Seite lediglich noch ein Mikrofon. Also hier keine große Überraschung. Es brummt schon wieder. Aber das war irgendwas anderes. Wir sind nach wie vor... Ach, erst fertig. Dann können wir doch gleich mal schauen. Ich weiß, das ist jetzt nicht die übliche Reihenfolge meiner Reviews. Aber das Gerät brauchen wir nicht ernst zu nehmen. Erstmal hier drei Bedrohungen ist schon mal eine echte Ansage. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was wir denn so gefunden haben. Okay, das ist schon mal kein Miro. Steht da. Das ist nur Adware. Drunter Android Downloader. Fota Binder. Fota? Ich glaube, hier hat er den System-Updater erkannt. Das kommt des Öfteren vor, würde ich eher ignorieren. Und Android-Fake-Updates, okay, gut, das habe ich noch nie gelesen. Ich denke mal, irgendwas davon wird schon real sein. Also dem System würde ich hier soweit nicht vertrauen, der Marke sowieso nicht. Warum? Weil, kommen wir jetzt gleich mal zum Knackpunkt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe es als Android 8.1 Gerät gekauft. Und wer mein Review gesehen hat von dem X-Bow und dem Q-Bot J3, der weiß, man kann die Versionsnummern innerhalb des Systems ändern. Einfach so. Das heißt einfach so. Ich kann es nicht, aber die werden schon entsprechend qualifiziertes Personal aus Fernost haben, die eben darauf spezialisiert sind. Und man sieht hier nämlich eigentlich schon am Einstellungsmenü, das ist kein Android 8. Android 8 sieht ganz anders aus. Auch schon der App-Drawer. Das ist der alte App-Drawer hier. Man kann ihn nicht hochziehen. Man kann einfach nur antipsen. Ja? Aber man kann nicht ziehen. Warum ist das Ding hier eigentlich die ganze Zeit hier oben? Okay, ist weg. Wie dem auch sei, es ist ganz offenkundig Android 5.1. Ja. Zack, hier steht dann aber Android 8. Also es ist echt schon ziemlich dreist. Anstatt die wirklich sich die Mühe machen, das Gerät hier irgendwie an neue Android-Version anzupassen, das Ganze zu portieren, ja, hacken die sich da rein, schreiben Android 8.1 rein und nehmen wieder als Sicherheitspatch-Ebene hier den 31.03.2018, vermutlich Release-Datum des Telefons, konnten die nichts anderes eintragen, außer ein Datum in der Zukunft, das wäre ein bisschen sehr dreist gewesen. Auch hier bekommt man das relativ leicht raus, indem man zum Beispiel Geekbench, Antutu oder in meinem Falle MeinAndroid bemüht und da haben wir erstmal hier einen alternativen Hersteller, Namen, nämlich ALPS. Nicht X-Goodie, lediglich Modell ist hier auch Y26. Müsste man mal googeln, das habe ich jetzt leider noch nicht gemacht, habe ich vergessen. Könnte nämlich sein, dass man dann unter ALPS Y26 das, naja, echte Gerät eben mit Android 5.1 dann rausbekommt. Und wir gehen dann hier einfach auf Android-Version und finden Lollipop 5.1 vor und eben nicht Android 8. Das ist das Gleiche, wenn man zum Beispiel jetzt Antutu starten, da bin ich ja schon in den entsprechenden... Das ist das Gleiche, wenn wir Antutu starten. Ich bin hier schon in der entsprechenden Übersicht, mein Gerät. Hier steht wiederum als Marke X-Goodie. Ja, das ist immer schön, wenn dann unterschiedliche Informationen ausgelesen werden. Und hier auch wieder Android 5.1. Jetzt könnte ich euch noch Antutu zeigen. Der sagt selbstverständlich das Gleiche. Es ist auf jeden Fall definitiv und undiskutabel Android 5.1. Die technischen Daten wollte ich euch auch nicht unbedingt vorenthalten. Das Display war, glaube ich, 5,99 Zoll. Das steht jetzt dummerweise nicht da, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich verlinke euch das Angebot unten in der Videobeschreibung. Wenn ich es wiederfinde. Warum? Dazu komme ich ja auch gleich. Also Displayauflösung 960x480, kurz 480p. Mal die 400 MP, oh, da weiß der ein oder andere wahrscheinlich schon, welche SoC verbaut wurde, natürlich der 6580. Dazu 16 GB Festspeicher und 1 GB Arbeitsspeicher. Das sind tatsächlich auch Angaben, die hier gestimmt haben. Hier wurde nur die Android-Version gefaked. Aber für mich definitiv ein Grund, das Gerät nicht mehr zu kaufen. Weil Android 5.1, also da muss das Gerät wirklich mit sehr starken technischen Daten, also Full HD und irgendein Snapdragon, der, was weiß ich, 50.000, 60.000 bringt für den gleichen Preis. Damit ich sage, ich nehme hier Android 5.1 noch in Kauf. Ganz ehrlich, die Leeco-Geräte, die gehen bis auf 70 Euro runter. Da habt ihr richtig starke Hardware, eine tollen Gehäuse mit toller Kamera und müsst euch gerade nur mit Android 6 noch zufrieden geben. Aber das hier, nein, danke. So, hier geht's dann auch noch fleißig weiter. Hier sieht man es auch mal, 1300 MHz. Prozessorkerne 4, ja, und die Mali 400 MP, ist ja klar, es kann ja nur 6580 sein, viel gibt's da in dem Bereich nicht.
42, ja gut, Größe 4,5 Zoll, das stimmt natürlich nicht, aber die Auflösung haben wir ja. Hier sagt er, Kamera vorne und hinten 5 Megapixel, in der Beschreibung steht was anderes. 1000 mAh Stunden auch hier, das ist glaube ich irgendein Standardwert, den er ausliest. Da habe ich diesmal einen Wert auf dem Akku tatsächlich gefunden, 2800 mAh Stunden. Und hier auch nochmal Android ist auf jeden Fall 5.1, da kommen wir nicht drum herum. Und nicht nur das, ich bin noch nicht fertig, nicht mit Xgoody, nicht mit diesem Gerät. Passt mal auf, wir hatten ja gesagt, hier ist ein Fingerabdruckscanner. Auf der Rückseite ist ja ganz, ganz offenkundig einer. Also ganz ehrlich, dass die Dualkamera hier mit ganz, ganz großer Sicherheit eine ganz normale einzelne Kamera ist. Damit habe ich gerechnet. 60 Euro, jetzt mal im Ernst, aber wir müssen auch irgendwo realistisch bleiben. Aber der Fingerabdruckscanner, der ist nämlich wirklich, der ist sichtbar, der ist da, den sehen wir ja alle. So, also gehen wir ins Einstellungsmenü und bemühen uns mal der Konfigurierung desselbigen. So, na, Sicherheit, ne? Klar, wo sonst? Displaysperre, Face Unlock habe ich drinnen. Und ansonsten finden wir ja hier erstmal nicht viel. Also bemühen wir mal die Displaysperre. Ja. Jetzt mal bitte alle weggucken, das wäre nett. Ich muss das hier jetzt ja nicht unbedingt. Das muss jetzt nicht jeder sehen, mein Geheimpasswort. Android. Hä? Ich glaube, es war. Ich hoffe, ihr guckt immer noch weg. Schön. Jetzt könnt ihr wieder hinschauen. Ich bin fertig. Und was haben wir denn da? Wir können natürlich keine einrichten. Das hat mit dem Fingerabdruck aber nicht viel zu tun. Wischen, Face Unlock, Muster, PIN und Passwort. Was fehlt? Der Fingerabdruck fehlt. Also könnte versteckt sein. Wir nehmen einfach kurzhand die Suche und geben Fingerei. Ach, schon nichts gefunden. Wie dem auch sei, ich habe bereits alles durchsucht und es gibt keine Möglichkeit, einen Fingerabdruckscanner einzurichten. Das ist entweder ein Dummy oder die haben bei der, also die haben irgendwas richtig grob verbockt und danach nicht getestet. Auf jeden Fall keinen Fingerabdruckscanner. Jedenfalls keine Möglichkeit, den tatsächlich einzurichten. Face Unlock ist, also ein bisschen launisch. Ich weiß nicht, ob es von der Tagesform abhängig ist. Denn auch wenn ich ein gutes Licht habe, manchmal erkennt der gar nicht. Also gar nicht, wirklich. Später geht es dann plötzlich wieder. Wenn es funktioniert, dann hat man hier eine Verzögerung von ungefähr einer Sekunde. Jetzt gerade will er wieder nicht. Hier habe ich mal das Angebot bei eBay, 63,83 Euro, da seht ihr das nochmal. Und hier auch, sie haben den Artikel gekauft. Und ich denke, ja, danke für die Info, das habe ich auch bemerkt. Und dann steht hier plötzlich mitten in der Überschrift Android 5.1. Und da habe ich dermaßen angefangen, an mir zu zweifeln, weil ich dann, also gut, es ist immer noch, im Gerät steht Android 8.1. Auch ganz ehrlich, wenn der Verkäufer das vorher kommuniziert und überhin schreibt, hier Leute, passt auf, da ist Android 5.1 drauf, egal was das Ding anzeigt, wir haben das euch so gesagt. Und nun beschwert euch bitte nicht, weil ich will das Gerät selbstverständlich zurückschicken. Ich fühle mich ja schon ein bisschen über den Tisch gezogen. Ich dachte hier, was Neues von Xgoody zu bekommen. Und dabei ist das alte Technik einfach nur neu aufgewärmt. Und dann lese ich das. Android 5.1. Und ich dann so, okay, gut, dann hatte ich das wahrscheinlich. Und ich war so überzeugt, Android 8 gelesen zu haben. Hab dann hier ein bisschen die Beschreibung bemüht, die hier ein bisschen rumbackt. Und wie dem auch sei, in der Beschreibung stand dann auch Android 5.1. Und da dachte ich so, na toll, willst du das Gerät zurückschicken mit der Begründung, dass Android 5.1 drauf ist, wenn in der Beschreibung eindeutig steht, dass Android 5.1 drauf ist. Und dann habe ich auch hier einen kleinen Button gesehen und dachte so, wie bitte? Das nachfolgende Angebot wurde vom Verkäufer aktualisiert, aber Sie können trotzdem den von Ihnen gekauften Artikel aufrufen. Ja, und das ist die alte Beschreibung. Und wohlgemerkt 64,59 Euro. Das Ding ist ein Euro billiger geworden, mehr oder weniger. Und schaut mal, was nicht da in der Überschrift steht. Also abgesehen davon, dass mir aufgefallen ist, dass plötzlich das Produktbild ein anderes ist, steht eben in dieser Überschrift hier ziemlich eindeutig Android 8.1 Smartphone. Und nicht Android 5.1. Zumal nämlich, dass es auch das Y26 ist. Und das habe ich auch so im Kopf gehabt. Und das andere ist nämlich, was jetzt geändert, das ist das Y25. Mit den gleichen technischen Daten, etwas anderes Design und dann halt ganz offiziell Android 5.1. Also zusammenfassend, ich habe das Gerät mit Android 8.1 offiziell gekauft. Einen Tag später wurde die Beschreibung geändert und plötzlich wurde aus dem Y26 ein Y25 und ganz offenkundig mit Android 5.1. Ja, aber das Y26, es gibt übrigens auch das Y27 und keine Ahnung, es gibt total viele Ys. Die haben aber irgendwie alle immer ähnliche oder gleiche Technik drinne und man kann auch zusammenfassend hier schon mal sagen, dieses dämliche Face ID, dass es sich im Großen und Ganzen auch nicht lohnt. Also ich muss, es sieht wirklich schick aus. Und das ist bei diesen Herstellern, das Xbo sah ja auch nicht verkehrt aus und das Display war auch richtig schön. Das ist bei diesen Herstellern nämlich ziemlich gängig. Das Gerät selber, das wird hübsch und modern designt und auch gestaltet. Hier auch das Display. Das Display löst nicht wirklich besonders hoch auf, aber immer noch so hoch, dass es erstmal auf den ersten Blick, dieses dämliche, das muss ich mal ausschalten,
dass es auf den ersten Blick eigentlich auch ganz vernünftig aussieht. Schaut euch das mal an. Die haben auch extra ein Wallpaper eingerichtet, das richtig hübsch aussieht und sehr bunt ist. Sie haben, seht ihr, ein anderes Icon-Pack installiert. Da ist hier, weil sonst würde man auch hier sofort sehen, Stock Android 5.1, guten Tag. Nö, haben die optisch überarbeitet. Das ist im Übrigen ein IPS-Panel. Das ist schön blickwinkelstabil. Ja, so. Und wie gesagt, die Display-Auflösung ist so, dass eben jetzt das Ganze hier nicht sofort in den übelsten Pixel-Massaker endet, wenn man das Gerät einschaltet. Die haben das exakt so gemacht, dass man das erstmal nicht bemerkt, dass es sich hier eigentlich um einen alten Köpel handelt. Das ist ein alter Knochen. Und dann auch noch der 6580. Damit Inkompatibilität schon mal durch den SoC. Sage ich euch so, wie es ist. Der ist nun mal jetzt ziemlich alt. Und damit nochmal eine Inkompatibilität durch ein altes Betriebssystem, was nicht mehr gepflegt wird und vielleicht sogar total buggy ist. Und als drittes haben wir immerhin 3 Funde. Also gut, Dr. Webb, muss ich sagen, hat echt oft was gefunden, während alle anderen Virenscanner gesagt haben, nee, aber bei 3, das ist schon ein bisschen sehr viel. Auch nach meinen Maßstäben. So, dann habe ich mir die Kamera auch nochmal noch angeschaut heute. Und ja, gut, hier kann ich nur sagen, das Gerät kostet wirklich nur 63 Euro und das ist das Ergebnis. Okay, also da findet man in anderen Geräten auch keine bessere Kamera, bis auf die Tatsache, dass der Autofokus hier ziemlich unzuverlässig ist. Der hat ein paar Aufnahmen versaut, die sind einfach unscharf geworden. Aber, also gerade das hier zum Beispiel, selbst wenn man weiter reingeht, muss ich sagen, ja, sieht man noch ziemlich, also kein Pixel-Massaker. Ja, seht ihr, ist immer noch vergleichsweise klar. Wir vergleichen das ja letztendlich nicht mit einem teuren Telefon. Das bin ich. Im Übrigen, hier, die Frontkamera. Ja, der Weißabgleich, der Weißabgleich geht eigentlich klar. Nur der Dynamikumfang macht ja so einiges kaputt. Schärfe ist auch schon in Ordnung. Vor allem eben, wie erwähnt, in dem Preisbereich. Also da bekommt man auch bei anderen Herstellern nicht wirklich bessere Knipsen. Obwohl man ja sagen muss, ja, für 10 Euro mehr gibt es dann auch schon das Symmetik A3. Und da ist erstens nicht so viel Beschiss an der Tagesordnung. Und zweitens ist das Gerät einfach in allen Bereichen besser und kommt tatsächlich mit einer echten, aktuelleren Android-Version daher. Ich kann euch mal die Bilder noch einblenden, dass ihr das auch nochmal gesehen habt. Und danach kommen wir, denke ich mal, zum Fazit. So, ich meine, was soll ich denn hier groß rumdiskutieren? Ja, das Gerät funktioniert. Speicher im Übrigen hier nicht gefaked. Das sind wirklich 16 GB Festspeicher und 1 GB Arbeitsspeicher, was ja eigentlich nicht unbedingt verkehrt ist. Aber es ist hin wie her. Die Marke hat einfach mal beschissen. Und dadurch kann ich der auch nicht trauen. Ich meine, bei YumiDigi, wenn da jetzt eine Dualkamera angegeben wird und eine einfache Kamera verbaut wird und dann aber die Qualität der Bilder immer noch dem Preisbereich entspricht, da zucke ich nur mit den Schultern und sage, ja, mei, das kann ich mir auch irgendwo schon denken. Und dramatisch ist das auch nicht wirklich, wenn ich keinen echten, tiefen, unschärfe Blur-Porträt-Effekt habe. Oder wenn ich statt 3000 mAh nur 2500 mAh Akkukapazität habe. Da schaue ich mir das Gesamtergebnis an. Und kann ja entscheiden und euch eine Empfehlung aussprechen, ob das klar geht oder nicht für den Preis. Aber ganz ehrlich, statt Android 8.1, Android 5.1, da hört doch Spaß auf. Erstens ist das vom Sicherheitsaspekt echt kritisch. Und zweitens stimmt auch das Datum der Sicherheitsebene nicht. Das ist ja nun wirklich, das liegt nun weit in der Zukunft. Android 5.1, Android 9 ist aktuell, also ich bitte euch. Und drittens werden die Probleme mit der Inkompatibilität auch immer größer. Ich weiß nicht, wann Google das mal komplett einstampft, die Unterstützung von Android 5.1, so wie es bei Android 2 zum Beispiel, 2.x bereits der Fall ist, dass dann YouTube nicht mehr funktioniert, dass Gmail nicht mehr funktioniert und dass der Play Store auch nicht mehr funktioniert, weil da alte Links drin sind oder alte Authentifizierungsdinger oder so und dass es dann halt irgendwann nicht mehr läuft. Also bei Android 5.1 würde ich mir ein Gerät echt nur noch anschaffen, wenn es A, eine Custom-ROM gibt oder B, es wirklich ein richtiger Schnapper ist, aber da kriegt man bei anderen auch was, ganz ehrlich. Und hier noch ein gefakter Abdruckscanner noch dazu, wenn man das nicht weiß. Ja, und man braucht es aber, hat man letztendlich nur Scheiße gekauft. Ich werde das Ding auf jeden Fall zurückschicken und weiß ja nun Bescheid, was X-Goodie jetzt aktuell bedeutet. Fake Mist. Und solche Marken sind auch dafür verantwortlich, dass die Chinesen bis heute noch so einen blöden Ruf haben. So, das Ding darf mir jetzt nicht vom Tisch fallen, weil dann kann ich es nämlich nicht mehr zurückschicken. Schicke ich dir völlig zerschmettertes Telefon zurück mit der Begründung, Android 8.1 ist nicht installiert. Schön, gut, das soll es gewesen sein. Hier mal eines der zum Glück immer weniger werdenden schwarzen Schafe aus Fernost, die man glücklicherweise inzwischen auf Banggood, Gearbest, Trading Chen etc. nicht mehr findet. Die sortieren solche Marken gezielt aus. Ihr bekommt auch kein Gu-Phone mehr von Gearbest. Die haben noch aus den guten alten Samsung Galaxy S4 Mini-Clone-Zeiten Geräte da für, keine Ahnung, 40 Euro. Das sind irgendwelche uralt Restbestände, die noch abverkauft werden, aber da kommt nichts Neues mehr dazu. Inzwischen sind die Geräte eigentlich alle immer von, sagen wir mal, vertrauenswürdigen Quellen wie Xiaomi, wie Meizu, wie Oppo, wie
Na, viele andere eben auch. Aber eBay ist halt nach wie vor so ein Sammeltopf eben auch für so einen gefakten Mist hier. Letztendlich kriegt man bei eBay einfach alles, weil eBay selber kann das nicht kontrollieren. Amazon selber kann das auch nicht kontrollieren. Das ist mal ein Marktplatz, wo sich verschiedene Verkäufer tummeln. Man gibt den Verkäufern dann schlechte Bewertungen und weiß einfach fürs nächste Mal Bescheid. Schön. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk sucht, kommt auf moschus.de, denn sowas findet ihr da auch nicht. Stattdessen findet ihr aber Gutscheine, Flash-Sale-Angebote oder sonstige gute Angebote. Ja, jetzt klingelt's. Schön, wo war ich denn geblieben? Kommt auf meine Seite, genau, dort findet ihr immer interessante Angebote und ganz ehrlich, für 70, 80 Euro bekommt man schon richtig geilen Scheiß, da ist man auf sowas hier nicht angewiesen, auch wenn es hübsch aussieht. Gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr auf diese Katzen hier steht, die zwar damit thematisch nichts zu tun haben, aber einfach nur niedlich sind, ansonsten sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.